trinke meinen Kaffee nur aus Versace-Tassen, die vergoldet sind. Hast du Lust auf Klimmzüge? Ja, klar. Ja. Natürlich, machen wir. Hey, cool, ich habe mein Abitur mit Schwerpunkt YouTube gemacht oder meine Ausbildung mit dem Schwerpunkt YouTube oder mein Studium im Bachelor of YouTube. Sonst ist es halt sehr, sehr schwierig bei uns zu arbeiten, wenn man halt Höhenangst hat. Das stimmt. Oh, hi Chris, show me your office. Hi. Na klar, wir zeigen euch heute das Office und dann nehme ich euch jetzt mal mit in den geilen Omniturm und dann kriegt ihr so ein bisschen Feeling, wie wir hier arbeiten, wo wir hier sitzen und wie gut uns der Markt natürlich auch hier betreut bei Logical M. Sehr, sehr geil. Also dann schauen wir mal rein, was hier Sache ist. Wenn man mal hier filmt, da entsteht ja extrem viel aktuell, gell? Naja, wir müssen halt jetzt schon ein bisschen erweitern, weil wir haben jetzt schon fast 10 Mitarbeiter und der Omniturm, wir platzen aus allen Nähten, deswegen bauen die halt jetzt hier neue geile Türme für uns, weil wir wollen natürlich auch nur von Türmen aus arbeiten. Wir sehen es gar nicht ein, irgendwie vom Erdgeschoss zu arbeiten oder halt vom ersten Stock. Also das ist nichts für uns. Wir sind halt auch schon so ein bisschen abgehoben, yeah, weil wir halt so viel YouTube-Reichweite haben. Und wenn du halt viel YouTube-Reichweite hast, dann hebst du halt auch schnell ab. Ja, das heißt, also wenn du hoch hinaus willst, dann musst du natürlich auch ein Büro in den Wolken haben, ne? Ja, genau. Der Jonathan hat ja unseren Kanal aufgebaut mit 450.000 Abonnenten und das hat uns nicht gut getan. Das war einfach zu viel für uns so. Sehr gut. Dann gehen wir mal rein. Mich würde noch interessieren, haben die dich auch gefragt, die hier ein bisschen deine Sicht zu bauen, ja, dass das auch alles genehmigt ist? Da gab es auf jeden Fall einen riesen Nachbarschaftsstreit, denn kaum sind wir in unser neues Office gezogen, wir haben dann die ganze Stadt gesehen. Auf einmal bin ich morgens aufgestanden, da standen einfach so drei Türme vor mir und da sprechen wir natürlich jetzt auch nochmal über das Thema Versicherung, wie man sich dagegen halt absichern kann, wenn die Nachbarn einem irgendwie Sicht versperren. Aber es wird auf jeden Fall episch, kann ich euch jetzt schon versprechen. Sehr, sehr cool, dann starten wir rein. So, das ist der Eingangsbereich hier, oder? Genau, das ist der Eingangsbereich. Kann ich auch jedem empfehlen, wenn ihr so die ersten 10.000 bis 20.000 Euro Umsatz macht und dann auch größer werden wollt, müsst ihr euch natürlich ein Office auch suchen mit einem riesen, riesen Eingangsbereich, weil heutzutage geht es halt vor allen Dingen darum, auf Social Media zu zeigen, was man hat. Und wenn du halt keinen Eingangsbereich hast, wo vielleicht andere Offices reinpassen, dann würde ich mir auf jeden Fall jetzt mal Gedanken machen, ein neues Office zu suchen, weil unsere Eingangshalle ist, denke ich mal, schon ein bisschen repräsentativ, aber wir haben schon dafür gesorgt, dass jetzt hier beim Vor Frankfurt die Eingangshalle doppelt so groß wird, weil man muss sich halt auch immer steigern, neue Ziele setzen und so, ist ganz, ganz wichtig. Okay, gut. Müssen wir nur gucken, dass wir den Personen auch immer wieder sagen, dass sie nicht zu schnell zu viel investieren, das Geld noch beisammen halten. Ja, was habt ihr euch so vorgenommen so für die Weihnachtszeit, wird da nochmal mit den Prozessen nochmal gefeilt oder was ist da so die Erwartungshaltung bei euch? Ja, auf jeden Fall. Wir haben nämlich viele neue Mitarbeiter eingestellt und die werden jetzt natürlich auch an Weihnachten mit mir an den Prozessen arbeiten. Wir haben jetzt eine Juristin eingestellt, möchte halt jetzt mit uns zusammen schauen, wie können wir die Firma noch stabiler aufbauen, wie können wir die ganzen Prozesse dahinter aufziehen. Das ist halt ganz, ganz wichtig und wir werden auf jeden Fall die Weihnachtszeit natürlich nutzen, um ein bisschen abzuschalten, aber auch gleichzeitig ein bisschen die Ruhe vom Tagesgeschäft nutzen, um halt die Firma besser aufzubauen, stabiler zu machen und einfach dort genau besser zu machen. Ja, also gekräftigt dann ins Jahr 2023 zu starten. Ja, auch wichtig ist immer, dass wenn ihr euch ein Office sucht, dann müssen natürlich auch die Treppen sehr, sehr groß und sehr, sehr lang sein, weil wie wollt ihr denn sonst eure Kunden beeindrucken, die zu euch kommen, wenn die da so 4-5 Stufen nur gehen müssen, dann ist halt nicht so geil und bei uns dauert das halt schon 2-3 Minuten, bis wir da hochgelaufen sind. Also ganz, ganz wichtig, lange, große Treppen im Office. Genau, und natürlich auch der Aspekt der Gesundheit. Man soll natürlich auch die ein oder andere Stufen und Schritte machen und auch die ein oder andere Kalorie verbrauchen, wo man den ganzen Tag natürlich nur sitzt, ne? Richtig, genau. Zum Glück müssen wir nicht bis ganz nach oben laufen, sondern nur ein paar Stockwerke. Aber wir nehmen euch jetzt einfach mal mit und dann gehen wir mal hoch ins erste Stockwerk. So, wo sind wir jetzt hier? Sieht sehr gemütlich aus, Café ist auch dort, gell? Ja, wir sind jetzt hier im ersten Stock im Omniturm, ist ein Coworking Space, das heißt, hier unten kann man sich einfach, wenn man in Frankfurt ein Business hat, kann man sich einfach anmelden, kann sich hier einen Tisch mieten, beziehungsweise einen Zugang, dann kann man auch von hier aus arbeiten und das gibt schon sogar für relativ wenig Budget, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen und macht auch immer wieder Spaß, hier zu sitzen. Wir haben hier schon viele Interviews gedreht oder Kunden eingeladen. Auch das Team vom Spaces ist richtig, richtig cool. Also die machen Top-Service, Top-Mitarbeiter. Also wir fühlen uns hier mega, mega wohl.
Da sieht man auch auf jeden Fall, hier wird was gebaut. Und das ist auch eigentlich, denke ich, immer gut, wenn man sieht, dass es vorangeht. Nicht nur im eigenen Business, sondern auch im Umfeld und in der Stadt, ja, die nicht schläft, sondern es geht immer noch höher weiter. Das ist ja auch so ein bisschen Motivation, oder? Ja, richtig. Da sieht man einfach mal mit, wie viel Budget die hier auch arbeiten. Ich glaube, der große Turm, Turm 1, wurde für 1,2 oder 1,3 Milliarden von einem Versicherungsunternehmen auch gekauft. Und das muss ich einfach mal vorstellen, mit welchen Summen auch hier in Frankfurt hantiert wird. Also das wird auf jeden Fall ein riesen Vorzeigeprojekt, auch hier für Frankfurt. Ich freue mich schon richtig drauf, weil die Innenstadt hier wird immer freundlicher zum Leben. Man hat dann auch mal eine andere Seite von Frankfurt und nicht, was man immer aus den Rap-Videos kennt oder halt aus den Bahnhofsviertel-Dokumentationen. Aber ich vermute, das wird richtig, richtig nice. Auch hier die Innenstadt hat sich auch enorm gewandelt. Ihr seid ja sicherlich schon mal ein bisschen hier rumgegangen. Also für Business und fürs Leben wird das hier richtig, richtig nice. Vor allen Dingen für die High-Performer hier. Also die geben sich richtig viel Mühe, investieren auch viel. Und ich denke mal, so in 2-3 Jahren wird das hier alles kaum wieder zu erkennen sein. Und darauf freue ich mich halt auch schon. Ja, das ist ein cooler Ausblick auf jeden Fall. Nice. Jetzt gehen wir auf jeden Fall in die 4. Etage. Dort haben wir ein kleines Office angemietet in der Ecke. Das zeigen wir euch jetzt mal, denn da sitzt vor allen Dingen unser Vertrieb und das Backoffice. Ja, jetzt sind wir in der 4. Etage hier und hier findet man halt die kleinen Offices, die man sich anmieten kann. Wir haben hier ein Eckbüro, da gehen wir jetzt gleich hin. Aber damit das auch deine Zuschauer mal sehen, das ist richtig cool. Man kann sich hier auch einzelne Tische anmieten. Das heißt, wenn man halt jetzt noch gerade in der Gründungsphase ist, man braucht einfach einen ruhigen Ort, um zu arbeiten, eignet sich sogar der Omniturm, weil man halt schon für relativ, sage ich mal, verhältnismäßig günstige Budgets halt in so einem Tower sitzen kann. Aber das eignet sich halt besonders gut halt auch, um zu starten, und man kann dann halt hier immer Stück für Stück auch upgraden. Damit man ein Gefühl dafür bekommt, was so die Preise sind, also ein kleines Büro fängt hier halt ab 3000 Euro netto an. Pro Monat. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Riesensumme. Macht auch nicht immer Sinn für jedes Businessmodell, muss man mal ein bisschen aufpassen. Und so eine ganze Etage, so die Preise, die ich hierzu gehört habe, liegen auf jeden Fall im unteren 6-stelligen Bereich. Ihr müsst halt mit einer Monatsmiete von 100 bis 120.000 Euro netto rechnen pro Monat. Und das Geile ist, da passen aber dann auch 200 Leute rein. Das heißt, es gibt genug Platz, um dann auch zu wachsen und um zu skalieren. Und ja, genau. Dann gehen wir mal weiter. Also Skalierung sind keine Grenzen gesetzt hier in Frankfurt. Ja, und hier sieht man mal so ein kleines Büro, wo wir auch drinnen gestartet haben. Ist natürlich jetzt im Vergleich zum Speckgürtel hier von Frankfurt ein Hasenkasten. Aber ist halt in der Innenstadt von Frankfurt in einer der geilsten Gebäude der Welt. Ja, also Stück für Stück in dem Sinne wachsen, das kommt nicht alles über Nacht. Ja, hier ist unsere kleine Kaffeeküche. Das hat auch ein cooler Service, der hier angeboten wird von dem Unternehmen, das das vermietet. Und jetzt sind wir hier auch schon in der Ecke im Omniturm, in der 410. Das ist nämlich unser Vertriebsbüro und Backoffice-Büro. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. So, hier sitzt auf jeden Fall unser Backoffice und unser Prozessmanagement. Das heißt, hier sitzt auch die Dana. Wir gehen sie kurz mal interviewen, wer sie ist, was sie bei uns macht. Dana, wie lange bist du schon bei uns, bei Logical M? Hi, ich bin seit dem 1.8. hier bei Logical M. Das ist also jetzt mein 4. Monat. Das heißt, was sind so deine Aufgaben hier und wie gefällt dir es hier? Ja, ich kümmere mich um das Rechnungswesen und auch um das Forderungsmanagement und Personalmanagement. Ja, es gefällt mir super gut. Ich bin, wie gesagt, erst seit 4 Monaten da und fühle mich super wohl hier. Ja, wunderbar, top. Dann haben wir hier noch, wenn wir reingekommen sind, das ist mir direkt ins Auge gesprungen. Das sieht sehr cool aus. Proteinriegel, was hat das damit auf sich? Als ich damals in meinem Ingenieurbüro gearbeitet habe, gab es nur Kaffee. Und das war so richtiger alter Industriekaffee. Das heißt, aus so 5 Kilo Packen. Und Wasser mussten wir selber mitbringen und ansonsten gab es nicht mal eine Kantine. Und das waren auf jeden Fall harte Zeiten. Das heißt, wir mussten dann immer in den Supermarkt gehen oder so. Und das ist natürlich jetzt hier, habe ich gesagt, will ich das auf jeden Fall anders machen in unserem Unternehmen, dass die Mitarbeiter da nicht ihr eigenes Wasser mitbringen müssen oder irgendwelchen alten Kaffee trinken müssen, sondern dass wir da natürlich auch achten auf Qualität. So wie es natürlich auch bei unserer Dienstleistung ist, dass wir da die oberste Qualität wählen, auch eine Premium-Dienstleistung zur Verfügung stellen. Deswegen achten wir darauf, auch auf solche Kleinigkeiten, dass das halt stimmt von der Qualität. Hier ist unser Setter-Office, das heißt, hier sitzen unsere Vertriebler und die telefonieren dann den ganzen Tag.
und haben natürlich auch hier den geilsten Ausblick auf die deutschen Banktürme. Und da kann ich ein paar Sachen dazu sagen. Wenn ihr natürlich ein Setterbüro habt, wo sehr viele Leute sitzen, um zu telefonieren, schaut immer, dass es einen Teppichboden gibt, weil das dämmt so ein bisschen den Hall. Und natürlich auch viele Pflanzen mit vielen Blättern. Deswegen haben wir hier, sieht das hier ein bisschen aus wie so ein Urwald, weil das sorgt einfach dafür, dass so ein bisschen der Schall gedämmt wird. Und natürlich auch kann man mit so Schallisolatoren noch arbeiten an den Wänden. Aber es hat einfach dafür bei uns gesorgt, dass es wesentlich angenehmer ist, für unsere Telefonisten zu telefonieren. Und dann halt das auch nicht so stark. Das sind so ein paar kleine Tricks, die wir halt auch gelernt haben im Laufe der Zeit, wie man das halt einsetzen kann, um das Setup-Büro auch so zu optimieren. Ja, so ist das halt, wenn das Stockwerk ein paar mehr Aufzüge hat, muss man auch ab und zu mal warten, ne? Ja, richtig. Also manche warten halt morgens im Stau, wir warten halt manchmal hier bei den Aufzügen und es wird nicht besser, nur weil man halt in einem Turm wohnt und auch dort arbeitet. Man muss auch warten, wie andere halt im Stau. Ja, das sind die kleinen Probleme. Auch hier von dem System, also das heißt, man sieht hier unten keine Knöpfe, sondern man muss das mit seiner Karte, dass das authentifiziert ist, einstellen. Und dann sieht man auch hier oben, ja, wie das jetzt hier langsam oder nein, ich würde eher sagen schnell nach oben geht. Einundzwanzigster Stock, wir sind da. Muss auch manchmal so Druckausgleich machen, wenn man so schnell nach oben fährt, gell? Ja, klar, auf jeden Fall gewöhnt man sich langsam dran, aber kann gerade für neue Mitarbeiter, die müssen dann erst eingearbeitet werden in den Druckausgleich und so, die kriegen auch spezielle Übungen bei uns im Onboarding-Training, dass sie halt gesundheitlich damit auch klarkommen, sag ich mal, und den Druckausgleich. Auch haben wir spezielle Trainings für Höhenängste, dass man die halt überwinden kann, weil sonst ist es halt sehr, sehr schwierig bei uns zu arbeiten, wenn man halt Höhenangst hat. Das stimmt, auf jeden Fall. So, jetzt befinden wir uns hier im zweiten Office von euch, oder? Richtig, und zwar, wir haben den smarten Move gemacht, eine Firmenwohnung anzumieten hier im Omniturm, weil der Omniturm ist so aufgebaut, unten sind Offices, in der Mitte sind Wohnungen und oben drüber sind wieder Offices und wir möchten ja ganz viel Videocontent drehen, das heißt, wir haben ein gutes Videostudio gebraucht, deswegen kam für uns nur so eine Firmenwohnung in Frage und die schauen wir uns jetzt zusammen an und hier seht ihr auf jeden Fall das geile Videostudio bzw. unser Besprechungsraum Videoecke. Kennt ihr sicherlich schon aus unseren YouTube-Kanal-Videos bei uns. Und das ist natürlich einer der geilsten Ecken hier auch im Omniturm. Auch vom Schnitt her gefällt das uns richtig gut. Ja, vor allen Dingen auch die Dachterrasse, die lädt in dem Sinne dort ein. Wir haben den Ausblick und natürlich auch schöne Möbel. Also hier passt alles. Hier kann sich die Mitarbeiter wohlfühlen und natürlich von unserer Seite aus, auch an der Stelle, ist es alles abgesichert, alles versichert, das ganze Equipment. Hier kann man in dem Sinne bei einem sicheren Arbeitgeber vielleicht auch sein neues Zuhause finden, oder? So ist das doch. Ihr sucht weiterhin Mitarbeiter? Ja, auf jeden Fall. Wir sind fleißig am Einstellen und haben jetzt auch ein systematisiertes Mitarbeiter-Onboarding-Training und auch die ganzen Abteilungen sind so systematisiert, dass neue Mitarbeiter auch direkt in ihre Rolle eingelernt werden. Das heißt, wir suchen auch viele Quereinsteiger, weil wenn wir da draußen eine Stellenanzeige für YouTube-Coach schalten, dann wird sich jetzt keiner drauf bewerben, der sagt, hey, cool, ich habe mein Abitur mit Schwerpunkt YouTube gemacht oder meine Ausbildung mit dem Schwerpunkt YouTube oder mein Studium im Bachelor of YouTube oder Master of YouTube. Deswegen. Ihr seid ja noch ein bisschen Vorreiter, ja. Ja, deswegen bilden wir natürlich die Quereinsteiger aus, damit die halt hier bei uns unsere Kunden auch betreuen können und auch verstehen, was wir hier eigentlich machen als Firma. Genau. Sehr schön. Dann gehen wir mal kurz raus, oder? Genießen den Ausblick. Zeige ich euch einfach mal unseren richtig, richtig geilen Balkon, weil das halbe Office ist irgendwie Balkon bei uns. Ja, das ist auf jeden Fall unser geiler Balkon. Wichtig ist immer, wenn ihr ein Office habt, müsst ihr auf jeden Fall immer mindestens doppelt so großen Balkon haben, wenn ihr mal draußen arbeiten wollt, weil manchmal ist es halt auch die Luft drinne zu kühl von der Klimaanlage. Da muss man einfach rauskommen, vor allen Dingen im Sommer kann man einfach frische Luft schnappen, auch von draußen aus arbeiten und natürlich alle anderen beobachten, die in den anderen Türmen arbeiten. Das macht dann auf jeden Fall besonders viel Spaß und steigert auch wissenschaftlich die Produktivität. Sehr schön, merkt euch das. Vielleicht ein kurzes Update, was passiert jetzt hier drüben, was wird jetzt hier nochmal gebaut? Du hast es ja unten schon in dem Sinne angesprochen, aber was entsteht? Genau, also wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Hier drüben haben wir den geilen Commerzbank-Turm. Der ist natürlich schon einige Jahre in Frankfurt so eine Art Wahrzeichen. Aber der kriegt jetzt Konkurrenz und zwar hier vom Vor Frankfurt. Hier dieser große Turm, Turm 1, wird auf jeden Fall größer als der Commerzbank-Turm. Das heißt, er wird so ein paar Stockwerke
drüber gehen. Wahrscheinlich aber nicht größer als die Antenne. Aber es wird auf jeden Fall spannend, damit man auch wieder von diesem Turm auf andere Türme runterblicken kann. Wir wollen natürlich auch Dubai ein bisschen Konkurrenz machen, denn Frankfurt hat halt gemerkt, so hey, Dubai hat mehr Hochhäuser als Frankfurt, deswegen bauen die jetzt fleißig neue. Und also kann man einfach mal sehen, was hier so die Baustelle, was sich da unten so tut. Wir haben einmal hier unten den Turm Nummer 3, glaube ich, der befindet sich noch am Sockel. Die bauen jetzt auf jeden Fall den Turm oben drauf. Unten drunter kommt natürlich ein richtig geiles Hotel und auch Wohnungen. Der Turm Nummer 2, soweit ich weiß, oder Turm 3, ich kann es gar nicht auseinanderhalten, der wird auf jeden Fall ein Turm mit Eigentumswohnung. Das und hier sehen wir natürlich auch eine Klimmzugstange, darf natürlich bei Logical M auch nicht fehlen. Ja, richtig, denn man muss natürlich auch fit halten als Selbstständiger, als Unternehmer. Und was gibt es Besseres, als einfach ein paar Übungen zu machen auf seinem Balkon über der Stadt? Können wir auch gleich mal zeigen. Können einfach mal schauen. Hast du Lust auf Klimmzüge? Ja, klar. Ja. Natürlich, machen wir. Machen wir auf jeden Fall ein paar Klimmzüge. Und danach wird auch sofort gegrillt, denn man muss ja auch gut ernähren. Und nichts gibt es Besseres, als hier einfach über den Dächern von Frankfurt auch sein Steak zuzubereiten. Dann macht das recht Spaß und kann man auf jeden Fall richtig geile Grill-Sessions machen hier bei uns. Ja, wie jeder weiß, die Proteins müssen gesaved werden. Na klar. Ja, noch ein ganz wichtiger Tipp für alle, die auch sich sportlich betätigen. Ihr müsst halt immer eine Uhr anhaben beim Sport, weil sonst könnt ihr nicht die Pausezeiten einhalten und dann ist das ganze Training umsonst. Deswegen schaut da immer auf die Uhr nebenbei, damit ihr einfach eure 60 Sekunden, 90 Sekunden Pause macht und dann einfach den nächsten Satz machen könnt. Also das heißt, Regenerationszeiten sind wichtig. Ja. So Chris, was hat es jetzt hier mit dem großen Balkon auf sich? Ja, und zwar ganz wichtig ist, Jonathan und ich sind sehr introvertiert und wir wollen halt auch manchmal spazieren gehen. Und dann ist es halt nicht so geeignet, wenn man hier in den Straßen Frankfurt spazieren geht, weil da gibt es sehr, sehr viele Leute und man muss dann immer ausweichen. Deswegen haben wir unseren eigenen Spazierweg hier im Omniturm und können dann einfach hier am Tag einige hundert Meter einfach laufen, neue Ideen auch entwickeln und dann halt auch auf geile YouTube-Thumbnails und auf geile YouTube-Titel kommen, weil das regt auch die Kreativität an. Man hat ein bisschen frische Luft und es macht auch einfach Spaß, so ein paar Minuten einfach um diesen Turm zu laufen. Ja, okay, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und auf jeden Fall auch den Ausblick kann man natürlich auch im Hintergrund genießen, in dem Sinne, was da ist. Und jetzt sehen wir hier noch ein bisschen Gold an der Wand. Das haben wir auch schon bei den ein oder anderen Kunden natürlich gesehen. Und zwar ist das der... Das ist der ClickFunnels Award und den haben wir bekommen für jeweils 1 Million Dollar Umsatz mit unseren Webseiten. Und da werden auf jeden Fall jetzt demnächst noch ein paar geliefert an uns für dieses Jahr, weil die sind aus 2021 und sind da schon Ewigkeiten ClickFunnels Kunden. Aber demnächst wird es wahrscheinlich auch einen neuen Award geben und zwar hat uns ja der liebe Paul Hoffmann unsere Seite designt und wir hoffen schon, dass wir demnächst uns bald für den Paul Hoffmann Award qualifizieren für über 1 Million Euro Auftragsvolumen, die über unsere Webseite gekommen ist. Deswegen hoffe ich, da wird der Paul, wenn er dieses Video sieht, uns auf jeden Fall demnächst was richtig Geiles designen. Ja, Grüße gehen auch an unseren Kunden Paul Hoffmann, macht einen sehr, sehr guten Job. So, weiter geht's ins nächste, in den nächsten Raum. Genau, wir gehen jetzt in unser Coaching-Office und grüßen den lieben Thomas. Thomas ist bei uns im Coaching-Team seit ein paar Monaten. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst. Hallo, ja, ich bin der Thomas. Ich bin seit ein paar Monaten hier im Coaching-Team und ich bin für sämtliche Fragen zum YouTube-Content über Facebook, über WhatsApp. Für unsere Kunden stehe ich da Rede und Antwort und ja, das ist meine Hauptaufgabe hier und da unterstütze ich einfach das Coaching-Team, dass wir da guten Support geben. Sehr, sehr cool. Also das heißt, bei Thumbnail-Fragen oder auch Titel, dann ist er auf jeden Fall der Mann. Genau. Ja, hier um die Ecke ist unsere Closer-Box und das ist auch richtig, richtig nice. Gerade der Robin drin, der schneidet gerade Videos, weil wir heute Vormittag ausnahmsweise mal keinen Termin haben und dann können wir auf jeden Fall mal zeigen, wie das hier aussieht. Oh, sehr schön. Ich sehe hier direkt schon von dem letzten Event ist das bestimmt, oder? Ja, genau. Einmal Gerald Hörhahn und mich sieht man sogar auch. Ja, genau, du bist auch mit dabei. Das ist von This is Marketing. Das war gerade jetzt am Wochenende und da schneiden wir jetzt hier gerade den Vlog. Richtig, und dann wird der demnächst veröffentlicht. Vielleicht schon morgen, mal gucken, je nachdem, was noch dazwischen kommt. Sehr, sehr cool.
Nächster Raum, ist das hier das Büro vom Chef oder? Richtig, hier sitzt ich und ab und zu auch mal der Jonathan. Und ja, ist noch sehr, sehr spartanisch eingerichtet. Das heißt, Jonathan ist ja eher so die Minimalisten. Aber wir haben natürlich auch hier alles, was unsere Kunden uns noch geschenkt haben. Die ganzen Awards und so, die haben wir natürlich schön präsentiert, damit man die schön in unseren Live-Calls auch sieht oder wenn wir halt Interviews machen. Also auch richtig geil geeignet. So einen kleinen Raum hier. Deswegen sind wir auch in so einer Firmenwohnung, weil unser Geschäftsmodell hat den Nachteil, wir brauchen viele kleine Räume und unten gibt es halt nur sehr, sehr große Großraumbüros für IT-Firmen. Sehr schön. Was mich interessieren würde, ich habe jetzt überall schon so ein bisschen die goldenen Tassen in dem Sinne hier von Versace gesehen. Was hat es denn damit auf sich? Ab einem gewissen unternehmerischen Level macht es halt einfach Sinn, alle Alltagsgegenstände, zum Beispiel sowas wie Portemonnaies, Schuhe, Zahnbürsten oder halt auch Tassen durch Luxusgegenstände zu ersetzen, die halt mindestens im dreistelligen Bereich sind, weil sonst schadet das einfach dem Mindset. Das heißt, ich trinke meinen Kaffee nur aus Versace-Tassen, die vergoldet sind, weil sonst startet man halt nicht so gut in den Tag herein. Und wie soll dann das Unternehmen vorankommen, wenn man halt nicht aus geilen Tassen trinkt? Ja, da haben wir wieder was gelernt. Das wusste ich bisher auch noch nicht, aber auf jeden Fall ist dann die neue Logo-Tasse ist dann die Versace-Tasse. Ne? Auch richtig hier schön mit dem C drauf. Okay, das war unsere Tour hier durch den Omniturm. Sehr schön, dass du uns dort willkommen geheißen hast und dass wir mal gesehen haben, wie es hinter den Kulissen bei Logical Lemon zugeht und natürlich auch gesehen haben, wie die Dinge, die wir letzten Endes dann auch versicherungstechnisch abgebildet haben, wie das Ganze in Real Life natürlich auch aussieht. Dann vielen, vielen Dank für das Ganze und was kann man von euch in der Zukunft noch erwarten? Ja, auf jeden Fall spannende neue YouTube-Inhalte auch. Wir werden auch viele Vlogs jetzt drehen, auch viel mehr unsere eigenen Kunden mit auf den Kanal bringen, denn da gibt es auch viele, die ein sehr, sehr spannendes Angebot haben, das sich nicht nur an B2C-Publikum richtet, sondern natürlich auch an B2B-Unternehmen. Und da wird es auf jeden Fall richtig viel Content geben. Das heißt, abonniert auch den Kanal Logical Lemon Consulting auf YouTube. Da wird es richtig geile Inhalte geben. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, dann euer Abo dort zu sehen. Ja, vielen, vielen Dank auch, dass ihr uns besucht habt und auch vielen Dank für die mega geile Zusammenarbeit, dass wir halt alle Versicherungen haben und dass wir da auch einen kompetenten Partner mit an die Hand bekommen haben mit euch, denn es ist halt super wichtig, ihr seht ja hier, was hier alles im Office an Gegenständen sind, was auch für Fallen lauern können, deswegen, wenn du da draußen noch niemanden hast, der dich halt abgesichert hat, dein Office, deine Mitarbeiter und auch natürlich weitere Dinge, dann solltest du auf jeden Fall jetzt auch Kontakt zu den Jungs suchen, kann ich 100% empfehlen und wir haben auch sehr viele unserer eigenen Kunden an euch weiterempfohlen, damit die natürlich auch gut abgesichert ihre unternehmerische Laufbahn weiterführen können. Sehr cool, dann vielen Dank und auf jeden Fall Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus.